Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie. Ich habe leider das Falsche aufgenommen. Ich habe leider. Sind die Lichter schon immer so? Ich habe leider mich hier verschrieben. Muss mal ganz kurz, so ist besser. Ich habe mich hier beim Folgenplan leider verschrieben und habe dann aufgrund meines Schreibfehlers was anderes aufgenommen. Deswegen gab es leider gestern und vorgestern, ich glaube, gestern und vorgestern keine Folge. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich verschrieben und habe dann was anderes aufgenommen. Und davon habe ich jetzt viele Folgen. Und deswegen ist leider Lumberjacks Dynastie ausgelaufen. Ja. Gut, aber jetzt, ihr verzeiht mir, ja? Deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Ist immer noch so laut. Ich schrei immer noch bis in den roten Bereich. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Es gibt nämlich auch Neuigkeiten. Und zwar, der Entwickler, also der Toplitz Entertainment, Toplitz, heißen die Toplitz Studios, steht da was dran? Gibt's hier Credits? Nein? Hm. Steuerung? Nein? Ja, auf jeden Fall Toplitz halt, Spieleentwickler aus Österreich, die hier das und Farmers Dynastie gemacht haben. Da hat jetzt einer Statusbericht abgegeben, ein Video, wie es denn weitergeht, und hat auch gemeint, es werden dann Tiere, leider auf Englisch. Ja, naja. Ein Österreicher, der Englisch redet. Ja. Oh, die Tante kommt. Was will die denn? Also man versteht es, er kann gut Englisch, aber die Aussprache ist ein bisschen, naja, ich weiß nicht, man hört es halt, dass es... Hallo, hier bin ich. Hi. Was Hallo, gibt's? Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hallo, Tante. Wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. Oh, ja geil, wir kriegen wieder was zu essen. Geht das nochmal? Hallo, Tante. Wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. Ob wir jetzt zweimal was zu essen gekriegt haben, ich mach's nochmal. Hallo, Tante. Wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. So, jetzt haben wir dreimal zu essen. Brauchst du Hilfe irgendwie? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nein, nicht jetzt. Vielleicht später. Du kannst jederzeit vorbeikommen und fragen. Naja, du bist vorbeigekommen. Ich muss dich was fragen. Natürlich. Was möchtest du wissen? was mache ich mit dem Gewächshaus? Ich weiß nicht. Du hast Tiere erwähnt. Ja, ja. Du hast Tiere erwähnt? Im Stall können Kühe und Hühner gehalten werden. Eventuell sogar Gänse oder Enten. Denk dran. Eigene Eier und Milch bedeuten gutes Essen, aber auch guten Profit. Jeden Morgen müssen Eier gesammelt und Kühe gemolken werden. Ich bin sicher, das gefällt dir. Das ist das echte Landleben. Man kann auch eine Katze halten, um die Mäuse fernzuhalten. Auch einen Hahn, wenn du willst. Und ein Hund. Ein Hund wäre sicher ein guter Freund. Viele Leute halten hier auch Schafe. Das macht sicher mehr Arbeit, aber Schafe sind so liebenswert. Ja, Tiere, wie gesagt, dieser Entwickler mit der merkwürdigen Aussprache hat bekannt gegeben, dass Tiere kommen werden. Wahrscheinlich mit einem der nächsten Updates. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich noch überhaupt gar keine... Ich höre mich nur ganz schlecht. Ist hier irgendwas wieder verstellt? Ich weiß nicht. Nee, ist eigentlich alles so wie es sein soll. Naja, es werden Tiere kommen. Und wahrscheinlich mit einem der nächsten Updates. Dann kann man entweder Tiere kaufen oder ich weiß nicht, wo man sie herkriegt. Also Schafe, Kühe und sowas. Das und noch andere Dinge, die noch gefixt werden sollen und sowas. So, Kochtipps.
Ah, hast du Kochtipps? Hast du irgendwelche Kochtipps für mich? Also, die meisten deiner Produkte kann man essen. Äpfel, Gemüse, Eier, Honig. Vieles davon kann man sogar in Dosen einmachen, wie Marmelade oder Gemüse. Du kannst auch Kochbücher kaufen, um zu lernen, wie man köstliche Gerichte für sich oder zum Verkauf herstellt. Mit etwas Geschick wirst du lernen, zu experimentieren und eigene Gerichte zu kreieren. Ich bin sicher, dass auch diese köstlich sein werden. So, hast du noch andere Ratschläge? Hast du noch andere Ratschläge? Die Leute hier sind freundlich. Also schau dich um und rede mit ihnen. Sprich auch mit Charles. Er kennt jeden hier und weiß, wer Hilfe braucht. Okay, ich muss los. Schönen Tag noch. Ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ja, es wurde in den Kommentaren mehrfach erwähnt, ich solle doch mir Kochbücher kaufen. Für 300 Euro. Oder mir Kochbücher irgendwoher kriegen lassen, bekommen sein. Kochbücher. Also auf jeden Fall, nein, ich will nicht kochen. Ich mag kochen gar nicht. Auch zu Hause privat, ich koche äußerst ungern. Ich kann es zwar, mehr oder weniger, also man kann es essen, ohne dass man davon stirbt. Da gibt es ja den Witz mit den Kindern, wo das eine Kind zum anderen sagt so, und betet ihr auch vorm Essen? Und dann sagt das andere Kind, nö, Mama kann kochen. Also es ist so, ich kann auch kochen, aber ich tue es nicht gern. War auch hier gerade ein bisschen glitchy an dem Zaun. Naja, auf jeden Fall, tiertechnisch gibt es hier einfach mal noch gar nichts. Nada. So ruckelt das eigentlich in der Aufnahme auch so? Warum ruckelt das da oben so? Ich muss mal eben was schauen. Ich habe hier doch schon einiges abgeändert. Ich mach mal hier auf Ultra. Alles an, groß, präzise, detailliert. Fallen der Blätter an. An, hier Blumen und Unschärfe an. An, alles an. So. Ultra. V-Sync an, Fenstermodus nicht an. Kopfbewegung, ja. So. Und jetzt mal schauen. Jetzt ist das alles... Oh, jetzt ruckelt es ja da oben noch viel, viel mehr. Bei euch. Eieiei. Also, warum ist das so? Bei mir im Spiel läuft es einigermaßen flüssig. Das heißt, einigermaßen. Es läuft sogar sehr flüssig. Und hier oben. Okay, da steht die ganze Zeit 30 FPS dran. Im OBS, aber das kann eigentlich nicht sein. Ja, blöd. Fenstermodus. Ändert auch nichts dran, ne? Dass das so nachruckelt. Das ist schon sehr seltsam. Also bei mir läuft das hier voll flüssig. Gut, ich werde dranbleiben. Ich mach mal hier. Pass mal auf. So, beste Leistung. Jetzt ist halt wirklich sehr flach alles. Ich schaue gerade hier oben auf dem... Das ist oben immer noch ruckelig.
Und das sieht jetzt echt kacke aus. Hier, wie sieht der Stapler aus? Um Himmels Willen. Geht mal gar nicht. Also, Fenstermodus aus, Fasing ist auch aus. Kopfbewegung machen wir auch wieder aus. Und dann hier. Beste Bildqualität. Ultra geht bis hier. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob jetzt hier oder hier. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal so knapp unter Ultra. So, das sieht immer noch komisch aus. Aber jetzt ruckelt es bei mir plötzlich. Hä? Was ist das denn? Verdammt nochmal. Moment, ich hab's gleich. Und wir hängen das dran. Ich stopp den Timer. So. Sonne, Mond, Schatten. Machen wir mittlere. Grasschatten. Punktlichtschatten. Umgebungsverdeckung, das ist schon wichtig. Anti-Aliasing. Realistische Sonnenstrahlen, Blumen und Unschärfe, Tiefenschärfe. Grasdistanz. Machen wir mal Mittel. Flächendichte. Effizient. Umgebungsreflexionen schnell, fallende Blätter aus. So hatten wir es, glaube ich, auch. Ist jetzt hier der Boden? Der ist jetzt noch ein bisschen holperig, also effizient. Naja gut, das reicht, glaube ich, auch. Ja, da müsste man hier an der Performance-Schraube noch ein bisschen drehen, anstatt Tiere einzufügen. Habe ich so das Gefühl. Denn andere Spiele laufen mit deutlich höheren Einstellungen. Ich meine, mein Rechner ist auch ziemlicher Kack. Aber, ja, trotzdem. Naja. Okay, die Schatten, ja, mein Gott, die Schatten sind halbwegs in Ordnung. So, ich würde sagen, wir lassen es mal so. Jetzt ist nämlich auch oben besser. OBS ruckelt jetzt auch nicht mehr so. Tatsächlich. Ich schaue jetzt gerade mal oben auf dem oberen Bildschirm. Gut, es ist ein bisschen Delay da, aber das liegt am Aufnehmen. Aber jetzt ist es oben auch nicht mehr so ruckelig. Ich weiß nicht, was es war. Ja, so ist doch gut, oder? Freunde, was sagt ihr? So ist geil. Okay, ich lasse es so. Oh, Moment. Ich versuche rauszufinden, was das war. Benutzer definiert. Wenn wir jetzt hier einmal höher gehen. Hohe Qualität. Ändert das was? Oh ja. Und schon ruckelt's wieder. Wie am Spieß. Okay. Also das nicht. Mittlere Qualität. So, dann ist es jetzt wieder flüssig und schnell. Ja, naja.
Wie sieht's eigentlich hier drin aus? Alles noch ungewachsen. Entschuldigung. So. Da gucke ich doch lieber hier auf meinem Bildschirm. Aber es, ja, es ruckelt jetzt weniger. So, vielleicht können wir dann den Grasschatten anmachen. Grasschatten, Punktlichtschatten. Machen wir mal die beiden. Ich schaue mir das hier oben mal an. Ja, sieht gut aus. Gar nicht mal so schlecht. So, hier der ewige Baum. Jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Ist, glaube ich... Hä, ist das Gebiet, das noch nicht geladen hat, oder was? Was ist das? Aber das hat doch nichts mit der Aufnahme zu tun. Das müsste doch dann im Spiel ruckeln. Also das ist irgendwie kacke. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, was es ist. So, wie sieht's aus mit diesen Brettern hier? Feuchtigkeit 0. 0. Hier ist nichts drin, da auch nicht. Ah, die wollten wir noch wegfahren. Das war die letzte Fuhre, stimmt. Jetzt kann ich mich dran erinnern. So, dann machen wir jetzt auch den Timer weiter. Und fahren die letzte Fuhre der trockenen Bretter weg. Also wie gesagt, Kochbücher kaufen und Sachen kochen will ich nicht wirklich. Denn wenn ich daran Spaß hätte, würde ich es zu Hause machen. Da habe ich auch noch was davon. Da kann ich es essen, also im Real Life. Aber nee, ich mag kochen nicht. Und ich will auch nicht mehr Rezepte ausdenken und nee. Da mache ich lieber anderes Zeug. Und repariert zum wiederholten Male irgendjemand seine Scheune. Ist mir dann in dem Fall lieber. So. Die hier noch. So, jetzt haben wir alles an trockenem Holz, was wir wegbringen können, eingesammelt. Der hat nicht zufällig eine Anhängerkupplung hinten, um diesen Ding ranzumachen, ne? Nein. Schade. Hier steht ein Hänger voll mit Rindmulch. Mit Baumrinde und ich kann ihn nicht wegfahren. Ah ja, die KI der Autos wollen sie auch noch ändern. Dass die Autos, die KI nicht ganz so für den Arsch ist. Weil die teilweise schon ziemlich im Bullshit zusammenfahren. Soll wohl auch in einem der nächsten Updates kommen. Hey, ist der LKW jetzt schneller? Nö. 69, dann ist Ende. Also mehr als 70 geht nicht. Hau ab. Ksch. Aber so ein LKW läuft normalerweise schon ein bisschen mehr als 70. Also wenn sogar so ein 40-Tonner 100 läuft, dann wird wohl so ein Pritschending hier schon 120 packen. Naja. Gut. Was mich so ein bisschen anmadet, ist, dass der Pickup eben halt nur 60 schafft. Das ist schon ein bisschen arg arm. So, 690. Zack. Das war jetzt... Huch. Was ist denn hier los? Warum hat er mich jetzt gerade hier ins Fenster, in Fenstermodus geworfen? Total verrückt.
und einfach die Karre geradeaus weitergefahren. Ich habe doch den Fenstermodus schon lange wieder geändert. Windows, was tust du da? Boing, ach, das war so ein Pfosten, okay. Ja, naja. Ich weiß noch nicht, was ich von all dem halten soll. Ich weiß nur eins, ich muss bald den Rechner aufstocken. Da gibt es dann wahrscheinlich erstmal eine neue Grafik. Und dann ja, sollte ich mal meinen i5 ein bisschen tunen. Ich glaube, vom i5 habe ich den höchsten schon. Also wäre dann wahrscheinlich das nächste der i7. Wenn der den gleichen Sockel hat und ja, da ist er dann wieder. Ja, viel Spaß mit Kompatibilität. Aber zuerst mal brauche ich Kohle. Im Real Life. Die ich im Moment überhaupt nicht habe. Wo fahre ich eigentlich hin? Boom. Erstmal voll in den Dreck rein. Ja, wie gesagt, ich bräuchte Kohle, die ich überhaupt nicht habe. Und dann könnte ich mir PC-Zubehör kaufen. Aber naja, so lange muss hier halt noch. Müsst ihr halt noch Augenkrebs kriegen. Tut mir leid, geht einfach nicht anders. Außer ihr würdet mir spenden. Mein Twitch-Konto ist ja offen. Ha! Spenden-Button gibt's ja auch. Könnt ihr mir ja einen neuen Rechner spenden. ja, dann könnte ich da einkaufen. So, nein, das war ein Witz. Wo kriege ich jetzt Kohle her? Kann ich einen dieser Motoren verkaufen? Nein? Hm. Gut, Bretter haben wir alle weg. Holz haben wir alles weg. Hier gibt es noch 4 Tonnen Rinde, die ich nicht wegfahren kann. Weil ich keinen Traktor mehr habe. Hier steht ein Anhänger. Finde das verlorene Schaf. Reparaturauftrag. Ja, weiß nicht. Wir haben ja hier auch nicht mehr wirklich. Äpfel sind keine mehr drauf. Hier ist jetzt zwar noch mal was angepflanzt. Aber in der Zeit kann ich theoretisch auch Reparaturaufträge machen. Ich glaube, das wollte ich auch tun. Deswegen stand ich, glaube ich, hier drin. Kann das sein? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Markieren sollte ich ihn auch. Das wäre hilfreich. Finde das verlorene Schaf. Dann kann ich auch Kräuter sammeln. Soll ich ja auch. Gibt ja auch mehr Kohle. Also so Kräutertränke oder irgend sowas. Kräuterhexen-Tränke. Naja, jetzt versuche ich erstmal das verlorene Schaf zu finden. Das haben wir ja schon mal probiert und das hat irgendwie nicht funktioniert. Ah ne, doch, das hat ja funktioniert, stimmt. So, der schafft 49 km/h und mit Tempomat zieht er hoch auf 59. Und mit ohne Tempomat auch 59. Wird auch nicht schneller. Schade. Ja, dann kann ich auch mit Tempomat fahren. Beim Pritschenwagen ist es ja so, dass der tatsächlich... Pritschenwagen. Beim LKW ist es ja so, dass der tatsächlich schneller wird. Ohne Tempomat. Das ist jetzt hier bei dem überhaupt nicht der Fall. Entschuldigung. Anders hinsitzen hier. So. Einmal... nicht aufgepasst. Naja, komm, raus mit dir. Weiß, gräbt er sich jetzt gerade ein, oder was? Komm, jetzt raus da. Ja,
zack. Einmal nicht aufgepasst und verlenkt. Und schon geht's ab in den Graben. Oder gegen die Leitplanke, weil man nebenher am Mischpult rumfummelt. Ah ja. Ich habe ein Geldproblem. Ja, ich weiß nicht, wie ich da... Hier vielleicht? Hier? Kann das sein, ja? Ja, das sieht doch gut aus. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Ich mich schon. Ich bin Allkümmeri, der alles kümmernde Kümmerling. So, oh nein, ich hab's überfahren. Was auch immer es war, ich hab's überfahren. Auftraggeber, wo bist du? Hast du ein Schaf? Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Weil du... Vorsicht, Zaun! Christoph! Tschüss. Lauf durch den Zaun. Was ist mit dir? Suchst du dein Schaf? Hallo! Schön, dich zu sehen. Hallo! Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Tschüss. Bis dann. Wer braucht denn dann meine Hilfe? Hilfe! Hilfe! Was ist das? Achso, mein Auto. Alter Pickup. Hier. Wo bin ich? Ganz woanders. Hier muss das sein. Christoph. Wir reden später. Nein, jetzt. Jetzt. Hallo, wie geht's dir? Gut, dich zu sehen. Was ist los? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ach, du suchst ein Schaf. Ich fürchte, sie hat sich verirrt. Sie. Weibliche Schaf. Mariette. 50 plus Gewächshaussetzlänge. Ah, oh, guck mal an. Das ist nicht schlecht. Dann sicher, kein Problem. Dann können wir da noch ein bisschen machen. So. Hier oder da? Da hinten oder da drüben? Hier überall könnte es sein. Mäh. Mäh. Hier oder da? Mäh. Puff. Mäh. Oder hier? Mäh. Wo bist du, Schaf? Mäh. Ist bestimmt hier. Mäh. Mäh. Kräuter? Kräuter? Mäh. Ach, wenn man hier diese Taste drückt, dann kriegt man deswegen wahrscheinlich die Kräuter angezeigt. Kräuter und Pilze und so ein Gezuppel. Deswegen habt ihr gesagt, ich soll das Schafsuchen-Zeug machen, weil man da Kräuter findet. Und mit den Kräutern kräutern kann. Ah, ich seh's doch. Huch. Ach ja, doch, da ist es doch. Und da ist ein... Aha. Da ist ein Wildschwein. Und ein Reh. Das Schaf hat hier einfach nur Dings gesucht. Aufmerksamkeit. Also ein Gespräch mit anderen Waldbewohnern. Verlorenes Schaf. Armes kleines Ding. Komm her. Pilze nehme ich auch noch mit. Jetzt viele Pilze. Können wir eine Pilzsuppe machen. Oh, und hier hat es tatsächlich auch Kräuter. Plump. Fuchsohr. Aber das ist halt auch alles immer sehr wenig. Und hier jetzt wie eine Kräuterhexe rumzuspringen, den ganzen Tag Kräuter zu suchen, habe ich eigentlich auch wenig Böcke. Ich meine, gut, es gibt anscheinend mehr Geld dann. Wenn man da Tränke braut und sowas. Ich meine, da gibt es ja auch diese Tränke, die einen irgendwie... Was ist mit dem Baum hier? Was ist mit dem Baum hier? Gehört der jemand?
Den könnte ich bestimmt zersägen. Aber na, was ist denn da schon wieder los? Ich werde hungrig. Habe ich noch was zu essen? Ja. Habe ich was gekriegt von der Tante? Nicht wirklich, oder? Essen, Fleisch zu Mittag. So, jetzt muss ich nochmal hier nach den Optionen gucken, ob ich tatsächlich auch nicht im Fenstermodus bin. Weil es mich hier immer mal wieder in den Fenstermodus zurückwirft. Warum auch immer. Oder gleitet mir die Maus aus dem Spiel? Nö, auch nicht. Dem Schaf wird es bestimmt bald schlecht. Wenn ich das da so rumwirbel. Oh, eine schöne Pilzsuppe draus. So, wie gesagt, ich habe keinen Bock hier rumzurennen, Kräuter oder Pilze zu suchen. Wenn mir natürlich nichts anderes mehr übrig bleibt, weil mir absolut die Kohle... Nee, eigentlich nicht mal dann. Hallo? Bitte öffnen? Ich glaube, ich gehe mal außen rum. Hä? Ach so! Hä? Was ist da drüben? Ach, da ist der, der da eben angelt. Hä, kam ich von da drüben? Sorry, Schaf, wir müssen schwimmen. Ich wasche das Schaf nebenher, es ist sehr dreckig. Oh, ein Fisch. Kann ich den Fisch einfach schnappen? Nehmen Fisch, nehmen Fisch. Nein, geht nicht. Fisch aus dem Wasser. Hier, Schaf, hol dir einen Fisch. Schnell, beiß rein. Essen Schafe Fisch? Ah, ich bin da drüben durchgelaufen. Da ist wahrscheinlich ein bisschen seichter gewesen. Na gut, jetzt schwimmen wir schon. Kann ich schneller schwimmen? Nee. Naja. So. Wenn ich jetzt noch irgendwo Kräuter sehe, nehme ich sie gerne. Aber wie gesagt, explizit jetzt hier Kräuter suchen, wie so eine alte Kräuterhexe, will ich nicht. Ja, ich habe jetzt das Schaf wieder. Das ist schon okay. Ich glaube nicht, dass es sich ändern wird. Doch, hier, bitteschön. Du hast mein Schaf zurückgebracht. Ich danke dir. Wirklich sehr. Was habe ich gedrückt? Hallo. Hi. Hi. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Habe ich jetzt was gekriegt von dir? Bis später. Jetzt. Ah, okay. Gurkensamen. Wo denn? Hier. Fuchsohr. Einheimisches Kraut, einzigartig in diesen Bergen. Jeweils nur eins, ne? Schade. Und wo sind jetzt die? Ach, wahrscheinlich in der Samen. In der Samenbank. 500 Sozialpunkte. Oh, 500 ist gut. Ich brauche noch, wie viel? 10.000 oder so? Aber 500 ist ja schon mal ein Anfang. Hallo, hübsche Frau. Nicht jetzt. Tut mir leid. Avery. Jetzt? Wir reden später. Oder jetzt. Wir reden später. Oder jetzt. Nicht jetzt. Tut mir leid. Oder jetzt. Nicht jetzt. Tut mir leid. Aber gleich. Jetzt. 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 Hi. Wir reden später. Jetzt. Hi. Hi. Gut, dich zu sehen. Hi.
Brauchst du Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Okay, dann tschüss. Auf Wiedersehen. Bin schon weg. So, wo ist mein Pickup? Ach, ich weiß, wo er steht. Bei der Folgenpause. Bei welcher Folgenpause denn aber der, die jetzt kommt? Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Lumberjacks Dynasty. Und nochmal vielen Dank für gar nichts. Nein, vielen Dank fürs Verzeihen dafür, dass zwei Tage ausfiel. Kommt hoffentlich nicht mehr vor. Ich muss mein Geschriebenes besser kontrollieren. Dass da auch das richtige Datum steht und nicht, oh, ich habe ja noch zwei Tage Folgen. Kann ich erst mal das aufnehmen? Oh, kommen keine Folgen mehr. Warum? Oh, ich habe mich verschrieben. Schön. Gut. Ja. Aber jetzt wieder. Bis demnächst. Bis morgen. Tschüss.